Lumencraft ist ein wunderschönes Spiel, welches euch garantiert verzaubern wird. Wir starten rein in Sandbox-Modus, First Encounter, ein von drei Totenschädeln. Wir starten direkt rein und schauen uns dieses wunderschöne Spiel an. Ich habe schon das Tutorial gespielt, ich kenne die Grundmechaniken, aber so richtig gut kenne ich mich auch nicht aus. Also die erste Welle, es kommen immer Gegnerwellen, die kommt in 26 Minuten und wir haben gerade als Aufgabe, alle Wellen zu zerstören. Das hier, das sind wir. Wir haben einen Bohrer und wir haben Flares, also quasi, ja, so kleine Leuchtstickies, die wir auf den Boden werfen können und somit dann ein wenig Licht machen. Und wir haben hier einen Bohrer in der Hand, mit dem wir neue Ressourcen abbauen können. Hier unten ist das Herzstück unserer Reise. Ein Kern, welcher uns mit Energie versorgt. Und der ist wichtig. Wenn er fällt, haben wir verloren. Wir sehen hier überall schöne Rohstoffvorkommen. Das hier ist Metall und dieses glänzende ist Lumen. Und beides brauchen wir, um abzugraden, um Gebäude zu bauen und entsprechend die Feinde abzuwehren. Ich kenne diese Map auch noch nicht, deswegen erkunden wir einmal ganz kurz, welche Gänge es hier so gibt, von wo Feinde kommen können. Oben können keine kommen. Und hier, ja, hier irgendwo wird es dann wahrscheinlich losgehen, dass Feinde kommen können. Und hier haben wir jetzt das erste Problem. Wir haben hier Feinde und wir haben noch keine Waffe. Deshalb müssen wir sie kaputt drillen mit unserem Bohrer. Aber, ja, das ist eigentlich nicht so der Weg, wie man eigentlich diese Feinde töten soll. Haben jetzt hier 30 Metall gefunden. Das ist schon mal gut für den Start. Würde hier gerne an die Kiste auch nochmal ran. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier schon dicht machen können. Dass hier quasi das Tunnelsystem losgeht, wo unsere Feinde lauern. Ja, scheint so zu sein. Okay, wir versuchen einmal abzuhauen. Vielleicht verfolgen die uns nicht, damit wir hier schon mal die ersten Sachen bauen können. Okay. Wir starten mit nichts, haben nur unseren Kern. Ja, und Feinde kommen, zumindest nur drei. Die werden wir noch töten können. Aber das ist natürlich ganz, ganz bitter, dass wir jetzt schon 30 Leben verloren haben. Macht nichts, wir sammeln jetzt ein paar Ressourcen und werden dann gleich loslegen, die ersten Gebäude zu bauen. Gibt ein paar Gebäude, die, denke ich mal, für den Anfang schon sehr, sehr wichtig sind. Und was natürlich auch sehr wichtig sein wird für den Anfang, ist ganz, ganz klar, dass wir eine Verteidigung aufbauen. Das heißt, dass wir eine Mauer bauen, dass wir Türme dahinter stellen, dass wir uns tatsächlich schützen vor den Feinden, vor den Wellen, die dann kommen. Und ja, mit den Ressourcen, die wir jetzt hier finden, können wir gleich die ersten Gebäude bauen. Also die Materialien, die wir hier finden, dieses braune ist Metall. Mit Metall können wir Gebäude bauen, mit Metall können wir Munition craften, können wir gewisse Upgrades durchführen. Und Lumen ist, ja, ein bisschen seltener und ist für die, ja, ich würde es jetzt nicht pauschal hoherwertigere Sachen nennen, aber für die spezielleren Dinge zuständig. Und davon braucht man auch so richtig viel. Und da wäre natürlich ein größeres Vorkommen interessant. Es gibt aber auch ein Gebäude, womit man quasi Lumen unendlich lang grinden kann. Und man kann tatsächlich auch Minen bauen später, die von sich aus hier die Ressourcen abbauen. Also das ist gerade nur gegrindet zu Beginn. Aber das wird nicht für immer so sein. So, Materialien haben wir erstmal genug zum Beginn. Damit werden wir schon mal ein Gebäude bauen können. Aber ich sammle jetzt noch ein paar Lumen-Kristalle ein, weil wir auf jeden Fall mehr brauchen. Wir haben jetzt 40. Ja, ob das schon reicht, mag es zu bezweifeln. Aber wir gehen auf jeden Fall schon mal zurück und schauen mal, was wir als erstes bauen. Ich habe tatsächlich selber noch nichts bauen müssen, weil im Tutorial standen schon alle Gebäude. Deswegen schauen wir mal, was das Wichtigste wird. Also, wir haben hier Light Tower, also Licht Tower. Davon haben wir hier einen. Der bringt Licht.
in diese Richtung. Und Licht bedeutet, dass wir Feinde sehen können. Das wird sehr wichtig sein, auch für unsere Türme. Wir können ein Center bauen, wo wir unsere HP wiederherstellen, unsere Lebenspunkte. Hier, das ist diese Lumen Farm. Die wäre relativ wichtig, aber das lohnt sich jetzt noch nicht. Wir müssten unseren Bohrer mal ein bisschen upgraden, damit es schneller geht, hier Metall zu sammeln. Power Expander, damit erweitern wir unsere Reichweite. Und ich glaube, hier oben könnten wir einen gebrauchen. Denn hier steht bereits ein Gebäude, welches nicht angeschlossen ist, weil hier dieser Power Expander fehlt. Und was das für ein Gebäude ist, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich auch einer, der Licht spendet. Kann das sein? Ja, warum der da so steht, weiß ich nicht. Aber es wird ja eine Bewandtnis haben. Deswegen werden wir es auf der anderen Seite auch machen. Es wird ja einen Grund haben, dass da diese Light Tower stehen. Den stellen wir auch hier nochmal einen Power Expander hin. Und zwar so, dass hier alles mit Power ausgestattet wird. So, was können wir noch bauen? Ein Schredder. Wir können nämlich ganze Klumpen finden an Ressourcen. Die können wir da reinstecken und finden dann oder kriegen dann die Ressourcen raus, die wir brauchen. Und ein Storage Container, wo wir quasi das Ganze lagern können. Alles für den ersten Moment, glaube ich, eher uninteressant. Dann haben wir hier oben Upgrade-Gebäude. Ja. Hier haben wir ein Gebäude, mit dem wir Charaktereigenschaften erweitern können. Brauchen wir aber 50 Lumen und hierfür brauchen wir 100 Lumen. Und das Gebäude würde ich, glaube ich, ganz gerne bauen. Denn in diesem Gebäude können wir zum Beispiel unsere Drill, also unseren Bohrer, upgraden. Können dann durch andere Wände durch die wir jetzt noch nicht durch können und durch die wir jetzt gehen, kommen wir viel schneller und geschmeidiger. Und ich glaube, das wird sehr wichtig sein, damit wir einfach viel schneller und effizienter sind. So richtig effizient sind wir gerade nicht, weil wir noch ein bisschen überlegen, was wir machen, ein bisschen rumexperimentieren und so weiter und so fort. Allerdings habe ich es natürlich selber noch nicht gespielt und wir spielen ja auch auf leicht und von daher passt das. Naja, ich habe schon selber gespielt, aber halt nur das Tutorial. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, dann machen wir hier auch noch ein bisschen Platz. Das heißt, wir reißen das hier auch noch mit ab, damit dann hier gleich auch das Forschungszentrum entstehen kann. Vielleicht ist das auch sogar so gedacht und deswegen stehen die Lichter da auch schon so bereit. Es könnte natürlich gut sein, dass das eigentlich auch schon die Hauptintention war. Schön ist, dass wir hier gleich nur ein Gate hinstellen müssen, dass wir keine breite Mauer bauen müssen. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das unter leicht beziffert wird hier. Aber dennoch, die Feinde werden uns nicht, ja, werden uns nicht schenken. Wir müssen trotzdem effizient sein und trotzdem hier eine ganze Menge aufbauen, bis diese erste Welle kommt. Also, haben hier den Platz geschaffen. Wir brauchen aber dafür gleich 100 Lumen. Hier könnten wir unseren Rucksack zum Beispiel erweitern und so weiter und so fort. Auch wichtige Dinge, aber gerade noch nicht so richtig wichtig. Ja. Wobei, hier haben wir einen Drill-Workshop, sehe ich gerade. Können wir hier vielleicht alles rund um Drills upgraden? Würde ja eigentlich danach klingen. Wir machen mal hier noch ein bisschen Platz. Weil das ist das Erste, was wir machen wollen. Und vielleicht geht das ja tatsächlich auch mit diesem Drill-Workshop. Deswegen wollen wir uns das einmal kurz anschauen. Können in der Zwischenzeit auch hier nochmal Lumen holen und sehen, dass hier schon die erste Gesteinsart kommt, durch die wir nicht durchkommen. Ja, wir bohren uns hier mal weiter durch. Und hier können tatsächlich auch Nester von Feinden drin sein, in solchen Vorkommen. Also wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu tief hier reingraben. Denn wir haben ja noch keine Waffe, mit der wir uns verteidigen können. Sollten wir aber vielleicht auch bald mal ändern. So, was brauchen wir denn für den Drill Workshop? Workshop, Drill Workshop, 100... Ja, 100
Metall und das kriegen wir hin. Und wir können das hier irgendwo ganz, ganz eng bauen. Wir müssen nur die Stelle wiederfinden. Na komm schon. Ja, so. Ja, ob wir da das bauen können, was ich haben möchte, weiß ich nicht. Aber wir versuchen das. Bauen das hier einmal hin, machen hier natürlich noch mehr Platz. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir hier unsere Drill upgraden können. Das ist eine Drill, die wir hier herstellen können. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen sie verbessern. Und das ist das, was wir haben wollen. Drilling Power. Wunderbar. Dann können wir das hier tatsächlich upgraden. Das ist sehr, sehr schön. Das ist nämlich das Erste, was wir brauchen, damit wir einfach schneller und effizienter sind. Und das machen wir jetzt direkt. Und je schneller wir das nämlich machen, desto... Ja, desto effektiver werden wir jetzt. Und das sehen wir jetzt auch wahrscheinlich. Ja, ein bisschen schneller. Aber eine zweite Erweiterung brauchen wir sowieso gleich. Und können uns dann auch wahrscheinlich mit der zweiten Erweiterung schon durch die Wand durchfräsen, durch die wir eben nicht kamen. Aber man sieht das schon, das ist schon schneller. Es ist halt noch nicht die Geschwindigkeit, die wir haben wollen, aber es ist schon schneller. Und wie gesagt... Das, was wir gerade per Hand machen, das können wir später auch automatisieren. Müssen wir mal schauen, wie das ganz genau funktioniert. Aber ich glaube, das ist das Erste, was man macht. Aber wie gesagt, es kann sein, dass jeder Guide jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, nein, wie kannst du mit der Bohrerverbesserung starten? Ist für mich einfach nur so der logische Schritt, damit wir hier effizienter abbauen können, je effizienter wir abbauen können, desto schneller sind wir damit, weitere Ressourcen zu finden. Und desto schneller können wir dann upgraden. Sozusagen so eine Art Zinseszinseffekt, welcher sich hinten raus ergibt. Jetzt am Anfang müssen wir natürlich investieren. Ja, und ob sich das lohnt, das wird man noch herausfinden. Und wir haben eine weitere Erweiterung. Jetzt, die wird hier noch fertiggestellt. Und jetzt müssten wir auch hier durchkommen. Ja. Jetzt würden wir auch hier durch diese Wand durchkommen. Zwar ganz langsam, aber wir würden durchkommen. Und schaut mal, wie schnell wir jetzt hier durchkommen. Wie schnell wir das jetzt hier kaputt fräsen können. Also das lohnt sich schon sehr, sehr stark. Also hier einmal durchfräsen, um uns ein bisschen Platz zu machen, damit wir gleich hier auch noch bauen können. Also wir bereiten sozusagen den Bauplatz hier schon mal vor. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum diese Lichter hier schon standen. Denke ich mal. Also wir haben noch 13 Minuten Zeit bis zur ersten Welle. Die Folge wird auch noch so lang gehen. Also wir werden die Folge beenden, wenn wir die erste Welle gesehen haben. Und das heißt, dass wir jetzt hier die ganze Vorbereitungsphase natürlich nicht umsonst machen, sondern auch dann das Ergebnis ernten werden, wenn dann die Feinde kommen, die erste Welle. Vor der mache ich mir noch nicht so richtig viel Sorgen. Aber man weiß natürlich nie, was hier uns vorgesetzt wird. Denn so ein Tutorial kann natürlich auch mal lügen. Aber es ist schon cool. Das bringt schon sehr, sehr viel Spaß und es hat so einen richtig schönen, befriedigenden Charakter, wenn man hier sich durchfräst. Und hier können wir einen Miner platzieren. Tatsächlich. Das sollten wir auch machen. Und kommen dann... Metal dafür. Ich weiß gerade nicht genau, wo er minen möchte. Ich werfe da mal eine Flare hin. Da. Ja, das wäre eigentlich was, was wir machen sollten, weil dann haben wir hier schon mal die erste automatische Produktion. Wie gesagt, ich weiß nicht so richtig, ob das das Mustervorgehen ist. Aber wir machen das einfach mal. Fräsen uns hier nochmal weiter durch. Damit wir hier auch für einen Power Expander Platz machen. Wir können dann hier den nächsten Power Expander hinstellen. Einmal hier hin. Machen hier allgemein ein bisschen Platz, damit wir mehr Platz haben zum Bauen. Wunderbar. Sieht ganz gut aus. Wir können übrigens für alle Ungeduldigen oder Neugierigen, die vielleicht selber das Spiel spielen wollen,
Link packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Wir können auch hier die Wellen über dieses Tool schneller machen. Also wir können sagen, wir wollen jetzt schon, dass die Welle beginnt und bekommen dann sogar eine Belohnung dafür, und zwar diese Lumenkristalle. Also wir werden belohnt dafür, wenn wir sagen, wir möchten hier entsprechend schneller voranschreiten, was es ja auch schwieriger macht, und deswegen bekommt man da eine Gegenleistung. Momentan haben wir hier aber so viele Lumenkristalle, dass wir darauf noch nicht angewiesen sind. Und irgendwann würde ich auch gerne so einen Extraktor bauen, der automatisch die Kristalle, Kristalle abbaut. Und hier können wir schon mal eine Mine hinbauen, die jetzt automatisch Mineralien abbaut. Und hier ist ein Vorkommen von 800. Wenn diese 800 ausgeschöpft sind, dann wird die Mine auch entsprechend zerstört werden. Beziehungsweise nicht mehr effektiv sein. Aber 800 ist, glaube ich, erstmal ein ganz guter Wert, mit dem wir ganz gut arbeiten können. Ich habe die Mine abgebaut mit dem Drill. Das wusste ich auch noch nicht, dass das geht. Und hier sehen wir jetzt zumindest mal das Vorkommen, wie das dann aussieht. Okay, das wusste ich nicht, aber wir haben zum Glück die Ressourcen wiederbekommen. Sonst wäre das super ärgerlich gewesen. Und hier sehen wir auch, dass wir hier diese größeren Brocken haben, und die können wir in einen Schredder reintun und bekommen dann halt die kleineren Brocken. Also da gibt es auf jeden Fall noch viel Automatisierungsmöglichkeiten und auch Bedarf. Wir werden hier trotzdem noch ein bisschen weiter grinden, aber gleich schon die erste Verteidigungslinie aufbauen, ist ja ganz klar. Ich glaube, es ist wirklich die richtige Entscheidung gewesen, hier den Bohrer zu Beginn einmal abzugraden. Ich glaube, das ist der Weg, wie man hier gut beginnt. Ich weiß es nicht. Kann auch Schwachsinn sein. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr gut gewesen. Ich wäre sogar gewillt, das nochmal abzugraden. Aber vorher müssen wir die Materialien in Verteidigungsanlagen stecken. Und dafür brauchen wir vor allem hier dieses Metal. Und deshalb werde ich mich hier gemeinsam mit der Maschine durchfräsen, noch ein bisschen was zusammenholen, und dann sollten wir alles zusammen haben, um ein Tor aufzubauen und auch einen Turm dahinter. Wir können auch verschiedene Schlachtreihen aufbauen. Und auch Scharfschützentürme, die über mehr Reichweite verfügen. Und hier können wir halt dann immer alles einsammeln, was hier gefördert wurde. Das ist sehr schön. 772 ist da noch drin. Wunderbar. Also, hier unten bietet es sich natürlich an, hier die erste Mauer zu bauen. Ja, hier können wir jetzt ordentlich, ja, Gebäude bauen, das ist alles gut. Aber hier eine Mauer wäre doch ganz gut. Hier haben wir Defense und hier haben wir eine normale Mauer oder halt auch ein Tor. Und das Tor würde ja halt... hier ganz gut reinpassen. Aber da steht Building outside available range. Das heißt, wir dürfen das hier noch nicht bauen. Das verstehe ich gerade nicht. Das ist natürlich ein Problem, wenn wir jetzt die Verteidigung nicht aufbauen können. Nochmal. Building outside available range. Ach, das braucht auch hier, diese Extraktoren. Okay. Alles gut. Haben wir noch gerettet. Und ja, wir könnten hier tatsächlich auch nochmal so ein Licht hinbauen. Naja, wir bauen hier einmal so ein Licht hin. Bauen nochmal so ein Ding hin. Und dann bauen wir hier das Tor. Hier das Gate, das können wir von alleine öffnen und schließen. Und dann haben wir hier eine erste, ja, eine erste Mauer. Wird aber wahrscheinlich nicht die letzte sein. Es wird sozusagen hier die letzte Möglichkeit sein. Und
uns rauszuretten. Ja, ich habe jetzt noch nicht so richtig verstanden, wann wir das bauen können und wann nicht. Also so könnten wir es bauen. Ja, aber da würden die wahrscheinlich links und rechts durchkommen, oder? Ich weiß es nicht, wir bauen das einfach mal so hin. Also wir kämen dann wahrscheinlich nicht dadurch. Schauen wir gleich mal. Also wir haben jetzt hier die Mauer und haben uns reingestellt und dadurch wurde sie abgebrochen. Okay, das sind so Kleinigkeiten, die muss man erst lernen, da muss man sich dran gewöhnen. Gut, noch einmal bitte. Ich will hier erstmal diesen Pilz wegmachen. Also der soll jetzt wirklich kein Grund sein, warum das nicht geht. Und diese schwache Mauer hier eigentlich auch nicht. So, das sollte schon die grüne Mauer sein. Schauen wir mal, ob das jetzt hier besser funktioniert. Ja. Schauen mal, hier würde das gehen. Stellen wir hin. Stellen wir hin. Dann werden wir wahrscheinlich hier dicht machen und hier dicht machen und dann nochmal weitere Sachen hinstellen. Weit weg bleiben. Jetzt, ja, hier komme ich nicht durch und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht, nein. Okay, also das Tor haben wir schon mal. Aber für einen Turm brauchen wir noch weitere Materialien. Schauen wir mal, ob hier oben schon gut gemeint wurde. Wunderbar. Haben ein bisschen was eingesackt. Wir können uns jetzt entscheiden, welchen Turm wir bauen. Mittlerweile können wir nur den Machine Gun Turm bauen oder halt einen Scharfschützenturm. Ich finde beides eigentlich gerechtfertigt. Hier natürlich den Maschinenturm relativ nah ran. Aber so, dass er links und rechts hinpasst und wir in der Mitte noch durchkommen. Wunderbar, einmal hier. Und wir brauchen jetzt noch ein bisschen Materialien, um noch einen Turm zu bauen. Deswegen werden wir hier selber nochmal Hand anlegen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht irgendwann einen Zugang eröffnen für die Feinde und dann quasi von hinten angegriffen werden. Also da müssen wir immer große Konzentration walten lassen, dass wir hier wirklich uns nicht aus der Sicherheit rausbringen. Und immer so ein bisschen darauf achten. Es gibt tatsächlich auch ja, andere Einflüsse, die relevant sein könnten. Irgendwie Lavaseen oder so. Ich möchte auch nicht, dass unser Lager abgefackelt wird mit Lava. Weil wir da auch noch nichts haben mittlerweile oder momentan, um das zu kontern. Aber hier scheint alles soweit ganz gut zu sein. Und dieses Bohrer-Upgrade gefällt mir sehr, sehr gut. Gehen hier auch nochmal die Lumenkristalle rein. Ja, wunderbar. Haben hier ein bisschen weiter Platz geschaffen, holen uns hier oben nochmal die Items. Und dann können wir tatsächlich jetzt noch zwei weitere Türme bauen. Und das sollte reichen. Das sollte erstmal reichen für die erste Welle. Und hier auf der anderen Seite nochmal so einen Maschinengun-Turm. Und wir bauen nochmal einen Scharfschützenturm. Irgendwie, ja. Irgendwie hier hinten hin. Okay. Also hier ist soweit erstmal alles abgesichert und ich habe ein gutes Gefühl dabei. Also ich glaube, das reicht erst einmal. Was wollen wir denn als nächstes angehen? Also die Fans ist soweit in Ordnung. Also wir können hier natürlich noch einen Schießstand bauen. Eine Erhöhung, die wir brauchen, wir persönlich, um über die Mauer rüberschießen zu können. Wir haben zwar noch keine Schusswaffe, aber das können wir schon mal dahin bauen. Und dann haben wir bei der Verteidigung erstmal alles gebaut, was wir brauchen. So, dann können wir aber hier in den Workshop nochmal reingehen und ja, da gibt es natürlich ein paar Workshop-Sachen, die interessant wären. Aber bei den Utilities wäre der Schredder mittlerweile interessant. Ja.
Den sollten wir bauen. Den sollten wir bauen, aber ich möchte das hier auch ausleuchten. Ich weiß zwar nicht genau, was das bringt, alles auszuleuchten, also gerade hier in dem Hinterland. Aber da das von vornherein schon so ausgeleuchtet war alles, könnte ich mir vorstellen, dass das sogar noch eine eine Bewandtnis hat. Deswegen machen wir das mal. Also bauen wir hier auch nochmal eine Beleuchtung hin. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Okay. Hier sind übrigens unsere Leben. Und können wir für 100 Lumen kaufen und dann werden wir wiederbelebt, wenn wir sterben. Das können wir aber nur 10 Mal kaufen. Das sollte aber erstmal reichen. Ich schau mal kurz, was hier dieser Schredder, wie viel der kostet. 90 kostet der. Ja, wir könnten auch eine Waffe kaufen oder craften, um selber jetzt bei der Welle mitzuhelfen, aber eigentlich würde ich viel, viel lieber den Schredder bauen, weil ich glaube, dass die Türme das alleine schaffen werden. Wir werden natürlich nach vorne gehen, um uns das einmal anzuschauen. Aber selber helfen sollten wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt machen. Wir sind natürlich hier auf uns alleine gestellt. Wenn jetzt hier ein Nest oder so drin ist, dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir keine Waffe haben, mit der wir uns wehren können. So, das soll hier oben erstmal reichen, denn die Welle rückt näher. Und die wollten wir uns anschauen. Deswegen gehen wir hier runter. Und schauen uns einmal an, was hier kommt. Also hier sind wir in einer erhöhten Position und können über die Mauer auf die Feinde raufschießen. Und Welle 1 kommt. Fürchte dich nicht. Und ich fürchte mich auch nicht. Wir sehen jetzt hier unten auch, dass die nächsten Wellen deutlich schneller kommen. Also dann jetzt danach alle 5 Minuten. Und es kommen irgendwie keine Feinde. Ich habe ganz, ganz bitteres Gefühl, dass die woanders gekommen sind, als ich gedacht hätte. Kommen die von hier oben? Bitte nicht. Nein, nein, die kommen von hier unten. Alles gut. Wir haben nur ein bisschen gebraucht. Die scheinen hier auch nicht durchzukommen. Das sind so kleine Spinnviecher. Haben wir jetzt gar nicht großartig gesehen. Und weil diese Welle jetzt wirklich ein bisschen lächerlich war, würde ich sagen, machen wir noch eine Welle in dieser Folge. Und wir bauen vor allem einmal den Schredder. Den Schredder bauen wir... ja, mal hier drunter. Und mit dem Schredder können wir gleich diese Kristallsachen schreddern und dann haben wir halt die Möglichkeit, entsprechend Lumen daraus zu bekommen. Das werfen wir hier einmal rein. Können wir mehrere reinwerfen? Ja, 3 auf einmal. Sogar 4 auf einmal. Wunderbar. Und jetzt wird das halt geschreddert und wir bekommen halt die Lumen daraus. Das ist ziemlich mächtig, aber man braucht natürlich die großen Stücke. Man muss die ja erstmal finden, damit wir schreddern können. Aber kriegen hier sehr, sehr viel raus. Wunderbar. Und das war's auch schon mit dem Schredder. Wir könnten einen Storage Container bauen. Brauchen wir momentan noch nicht. Die Lumenfarm wäre spannend, aber wir haben gerade keine 500 Materialien. Das ist auch nichts, was man eben so baut. Spannend wäre jetzt natürlich das Forschungsgebäude. Oder hier unten der Pistolenworkshop. Der ist vielleicht erstmal noch wichtiger, damit wir uns dann bald auch selber verteidigen können. Bedeutet, wir werden jetzt nochmal Materialien craften. Hier, schaut mal. Hier ist Lava. Hier drin ist Lava. Okay. Und hier sehe ich ein riesiges Vorkommen. Da werden wir uns einmal komplett durchackern. Das geht so richtig schön schnell mit dem schnellen Bohrer. Ich glaube, das war eine richtig gute Idee. Ein bisschen Lumen können wir auch mitnehmen. Das brauchen wir gleich auch in sehr, sehr rauen Mengen. Aber wir brauchen jetzt vor allem die Materialien hier.
einmal alles hier mitnehmen und es ist so befriedigend, wie man sich hier durcharbeitet. Das ist so, so cool gemacht. Das ist so, so cool. Einmal komplett durch. Sehr, sehr schön. Einmal komplett durcharbeiten. Perfekt. Ja, das sieht gut aus. Das freut mich. Da haben wir eine gute Strategie gewählt, glaube ich. Und momentan geht sie noch auf, aber wir müssen uns natürlich verbessern. Es muss weitergehen. The show must go on. Noch hier viel potenzieller Platz, den wir nutzen können. Und jetzt gehen wir hier unten rein und sagen Pistolenworkshop. Und ja, können wir ruhig hier hinstellen. Dann können wir unsere erste Fernkampfwaffe craften. Und zwar eine normale Pistole. Ja, gibt sicherlich Spannenderes, aber für den Anfang sollte das erstmal reichen, um uns selber verteidigen zu können. Und hier sagen wir einmal Pistole createn und auch ein bisschen Munition. Ja, ein bisschen auf Vorrat. Wunderbar. Da kommt die Pistole auch raus. Und sie wird sofort geschreddert. Ich befürchte, dass wir das hier sehr, sehr schlecht gebaut haben. Weil alles direkt im Schredder landet, wenn wir uns hier nicht davor stellen. Ich wusste gar nicht, dass man eine Pistole schreddern kann. Okay, sehr interessant. Aber nicht gut. Dann werden wir uns jetzt erstmal hier immer vorstellen müssen, wenn wir was craften. Oder wir bauen den Schredder nochmal ab. Machen wir so. Sollten wir wenn schon richtig machen. Das wäre super ärgerlich, wenn wir hier immer warten müssen. Und die nächste Welle kommt. Aber wir wollen jetzt erstmal die Waffe haben, damit wir ein bisschen mitmischen können. Da kommt sie schon und ich versuche die jetzt einmal zu binden. Wunderbar, damit wir die jederzeit ausrüsten können. Und von hier oben aus können wir schießen. Wir haben 320 Schuss, also die Munition ist nicht das Problem. Die ist sehr, sehr günstig, jedenfalls bei der Pistolenmunition. Jetzt können wir auf unsere Feinde warten. Wir sehen, die nächste Welle läuft jetzt schon ab, also es wird immer stressiger. Und hier können wir ein bisschen mitschießen. Aber es sind nur kleine Spinnen, das sollte kein Problem sein. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Die kleinen Spinnen, die machen wir komplett weg. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Ja, da war ein Feind noch. Okay, wollen wir den Schredder nochmal bauen? Also erstmal nehmen wir hier oben die Materialien mit, damit er hier weitermacht. Und zweimal verbrauche ich noch Schuss, damit wir einen Slot hier frei haben. Wir könnten auch noch einen Spear-Workshop bauen, da kriegen wir halt quasi eine Nahkampfwaffe. Ist mir gerade eher nicht so wichtig. Explosive-Workshop, da könnten wir Minen craften zum Beispiel, Utility-Workshop. Ja, weiß ich nicht so ganz, was wir hier drin haben. Vielleicht so eine Art Medikit und so. Creates Utility Tools for Movement and Maintenance. Nein, Reparaturkits können wir hier sicherlich bauen. Und das wird wichtig sein. Deswegen werden wir das hier hinbauen, wo einst der Schredder stand. Und den Schredder, wo bauen wir den hin? Den sollten wir schon auf Lager behalten. Wir können den auch hier hinbauen, wenn die Mine hier vorbei ist. Machen wir so. Dann kommt der Schredder hier oben hin. Und hier haben wir eine Flare, okay, davon haben wir noch ein paar. Und eine Repair Gun. Ja, und die brauchen wir. Die ist auch nicht so teuer, 20 mit Mineralien und einmal Kristalle. Und mit der Repair Gun können wir hier unten zum Beispiel sagen, wir reparieren hier das Tor. Und das hat jetzt 4 Aufladungen gekostet. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir das haben. Okay, cool. Was brauchen wir hier unten noch? Explosive, ja, eher uninteressant für den Moment. Dann brauchen wir hier den Schredder. Haben wir uns schon überlegt, wie das weitergeht mit dem Schredder. Dann brauchen wir hier tatsächlich Lab und das Scout Center.
Das Lab ist erstmal das Spannendste. Das ist das Forschungslabor, wo wir sehr, sehr viele Sachen erforschen können. Sehr, sehr viele coole Sachen. Dafür brauchen wir ein bisschen Platz. Und das schaffen wir uns einmal hier. Und dann bauen wir das Lab noch. Und schauen uns noch eine Welle an. Ja, ich komme nicht los von dem Spiel. Es ist einfach zu cool. Es ist so ein cooles Spiel. Mit so viel Spaß und Inventory ist full. Okay. Haben wir zur Kenntnis genommen. Ja, können wir mal kurz was wegwerfen? Eigentlich nicht. Ja, wir könnten unser Rucksack erweitern. Wenn wir das andere Gebäude auch noch bauen. Aber wenn wir gleich das Lab bauen zum Beispiel, haben wir ja auch wieder Platz im Inventar, weil wir da sehr viele Ressourcen für ausgeben und so weiter. Also das sollte gleich kein Problem sein. So, einmal hier Platz machen. Wunderbar. Ja, die nächste Gegnerwelle kommt bald. Darauf sind wir eingestellt. Ich glaube, das hält da unten noch alles ganz gut. Drei Türme sollten erstmal ausreichen für alles. Ja. Arbeiten uns hier nochmal richtig schön durch. Wunderbar, wunderbar. Ja, das sieht gut aus. Wir können jetzt hier oben einmal das Lab bauen. Ja, wir haben halt immer nur so wenig Platz. Ich würde das gerne irgendwie mittig bauen, damit wir auch gut vorbeikommen. Und hier einmal das Lab hin. Wir erweitern hier einmal die Energie. Können wir nicht, wir haben gerade nicht genügend Materialien. Und es ist wieder abgebrochen. Das ist ein bisschen schade, dass er das automatisch abbricht, wenn wir darüber latschen und nicht einfach wartet, bis wir wieder weg sind. Wir nehmen das Lab und stellen das einmal hier hin. So. Gerne einmal weitermachen, liebe Drohne. Und ein paar Materialien. Gucken einmal hier unten zur Welle. Wir wollen natürlich auch nichts verpassen. 20 Feinde jetzt, aber auch das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Sofern die Feinde weiterhin diese kleinen Spinnen sind. Es kann natürlich auch sein, dass der Gegner upgradet. Und dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Aber nein, das sieht soweit ganz gut aus. Ja, da brauchen wir hier auch nicht stehen bleiben. Jetzt haben wir hier unser Labor. Und hier gibt es verschiedene Upgrades, die wir durchführen können. Und diese Upgrades sind nicht alle Upgrades, denn wir können hier tatsächlich auch sagen, wir wollen diese Upgrades erneuern. Also wenn hier nichts dabei ist, was wir haben wollen, können wir das erneuern. Und ja, die Geschwindigkeit verdoppeln ist immer cool, aber ist gerade nicht so interessant. Napalm verlangsamt den Gegner, ist momentan noch nicht so interessant. Hier eine Schaumkanone können wir im Workshop herstellen, wenn wir das erforschen. Ist vielleicht interessant. Und hier können wir unser Licht verbessern und die Gebäude reparieren von alleine. Da sind ein paar mächtige Forschungssachen dabei, deswegen will ich das jetzt auch noch nicht abbrechen. Und ja, eigentlich bräuchten wir den Schredder jetzt schon, um an die Kristalle ranzukommen. Hier ist Lava. Aber das breitet sich nicht aus, oder? Nein, glaube ich nicht. Den Schredder, können wir den hier schon hinbauen? Ja, wir haben gerade nicht genügend Materialien. Das ändern wir kurz. Ja, wir haben hier noch Platz für den Schredder. Sehr gut. Dann bauen wir den. Dann können wir nämlich hier noch das andere Gebäude bauen, wo wir Sachen upgraden können. Beziehungsweise erforschen können. Als nächstes wäre dann natürlich interessant, die Kristallfarm zu bauen. Damit wir... ja, damit wir dahingehend auch ja nicht mehr so viel farmen müssen. Hier, das hier funktioniert ja schon ganz gut mit der Mine. Die hat aber auch nur eine Kapazität von 80. Jetzt weiß ich nicht genau, was das hier ist. Ist das eine Gesteinsart?
Oh nein. Ich habe gerade einen gewaltigen Fehler gemacht. Ich habe hier einen Weg in unsere Base reingebaut. Das müssen wir jetzt ganz schnell schließen. Sonst haben wir ein enormes Problem. Und wir haben keine Materialien. Ja, die... Das habe ich nicht gesehen, dass der Tunnel so verläuft. Also wir können hier oben eigentlich auch gleich alles ausbauen. Hier sind wir sicher. Wir könnten hier eigentlich die Mauer bauen. Brauchen jetzt aber irgendeine Möglichkeit, hier dicht zu machen. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt gut funktioniert. Nochmal schnell Panik hier zum Ende der Folge. Das müssen wir natürlich auch nochmal schnell machen. Viel zu wichtig. Anstatt hier jetzt aufzugeben, aufzuhören. Wir müssen das ganz schnell fixen und ich fürchte, dass wir nicht die Zeit haben. Ich weiß nicht, wie schlau die Gegner sind. Werden die jetzt außen rumrennen? Gehen sie den kürzesten Weg? Gehen sie den leichtesten Weg? Wir brauchen, glaube ich, 100 Mineralien. Wir brauchen 100 Mineralien für die Mauer. Also wir sind nicht rechtzeitig da. Aber ich gebe mein Bestes, schnell hinzugehen. Wir haben ja auch noch unsere Pistole. Also hier die Fans und dann hier irgendwie die Mauer dazwischen. So. Was machen die Gegner? Ja, sie kommen nicht hoch. Alles gut. Alles gut. Aber wir sehen hier, fällt tatsächlich, fallen die Lebenspunkte ganz schön von unserem Geld. Wir können natürlich dagegen heilen, alles gar kein Problem. Aber ist tatsächlich mittlerweile schon eine ganz andere Hausnummer. Wir sehen hier auch mittlerweile so kleine Würmchen, die kommen. Sozusagen die Ankündigung, welche Feinde jetzt bald kommen. Nachdem wir uns hier ganz schnell gerettet haben, würde ich abgeben an die nächste Folge. Und ganz ehrlich, das Spiel bringt so viel Spaß. Ich glaube, da haben wir noch eine richtig schöne Reise vor uns. Also, wir sehen uns.